der Film endet an einer relativ cleveren Stelle, sodass ich wirklich sehr gehypt bin, falls sie wirklich dort weitermachen. Denn wenn die letzte Szene so langsam ausklingt und dann der Abspann beginnt und so sie noch die Fortsetzung teasern, da ist man so gepackt und denkt sich nur, ich kann es nicht mehr erwarten bis zum nächsten Jahr. Ich will den neuen Film sehen. Und das ist gut. Der Film, also sie übertreiben zwischendurch etwas mit so bestimmten Akrobatik- und Action-Einlagen, die eher so wirken, als wären sie Ausflug der Karibik. Ganz besonders aus dem zweiten und dritten Teil. Also, und da die Action ist gut, aber richtet sich ganz eindeutig trotzdem an ein etwas jüngeres Publikum, weil man sieht nie wirklich Blutspritzen und so weiter und so fort, was auch nicht schlimm ist. Aber also so Fans von diesen eher härteren Kampfszenen von Herr der Ringe, die werden hier vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil es nicht allzu sehr in die Gewalt reingeht. Mich persönlich hat es nicht gestört. Ja, das Problem ist eben, es kommt nur ab und zu wirklich Mittelerde-Feeling und das meiste davon in der zweiten Hälfte. Nur es ist natürlich schön, alles wieder zu sehen, das Auenland und Bruchtal, aber das kriegt man nur sehr kurz zu sehen. Was ein Problem ist. Und das wird halt zwischendurch gestört von dem Nebenplot mit Azog. Also, oh, tut mir leid, dass ich so oft damit anfange, aber das hat mich wirklich sehr gestört. Ja, aber wenn dann die Kamera um die Berggipfel herumfährt, man sieht die Zwerge wandern und Howard Shores mächtige Klänge ertönen, dann ist man wieder drin, dann ist man in Mittelerde. Und Mittelerde heißt einen willkommen und man ist so froh darüber und man lehnt sich entspannt zurück. Ja, und wie gesagt, das mit dem Ende kriegen sie sehr gut hin, auch wenn sich das sozusagen das Action-Finale doch sehr in die Länge zieht und sehr überdramatisiert wird. Aber dafür kriegt man wirklich ein paar schöne Visuals zu sehen und die Effekte sind eben auch sehr, sehr gut, state of the art. Nur übertreiben sie es zwischendurch etwas mit der CGI, wo es in der Ringe-Trilogie doch etwas organischer und natürlicher wirkt, also handgemachter. Aber das sind im Prinzip die Probleme. Ja, ich kann abschließend sagen, für ein Prequel mit diesen Voraussetzungen und basierend auf diesem Quellmaterial war es ein ziemlich guter Film. Ich mochte ihn nicht so gerne wie die Herr-der-Ringe-Trilogie, aber das wäre ziemlich schwer. Also es knüpft nicht an diese Epik, an diese Größe, an diese Wucht an. Es ist einfach eine kleinere Geschichte, die allerdings teilweise etwas zu viel Epik versucht hineinzupressen. Das ist so eine seltsame Mischung aus zu viel und zu wenig. Ja genau, so Größe mit reingequetscht, die nicht unbedingt immer nötig gewesen wäre, und aber zu wenig Herz. Mir fehlt so etwas wie mit, mir fehlt so ein Gegensatzpärchen wie Legolas und Gimli aus der Herr-der-Ringe-Reihe oder eben ganz besonders natürlich Sam und Frodo. Deren herzliche Beziehung war eben so das gefühlsmäßige Kernstück der Ringe-Filme. Der treue Sam, der Frodo überall hin folgt und auf ihn aufpasst. Also das hat gefehlt. Und ich hoffe inständig, dass sie das mit den anderen beiden Filmen nachholen, weil da ist wirklich noch genug Raum, dass man daraus sehr viel mehr Gefühl holen kann. Ja, aber so abschließend kann ich sagen, es war ein sehr gelungener Film. Ich hatte Spaß im Kino, obwohl ich jetzt erst im Nachhinein sagen kann, wirklich wie gut er mir gefallen hat, aber er hat mir gut gefallen. Es ist ein sehr guter Fantasy-Film, hebt sich wirklich über den Durchschnitt der Fantasy-Filme der letzten Jahre, aber es ist von Peter Jackson und es ist aus Mittelerde, also was will man mehr? Und er bringt einen eben, ja, nach Mittelerde zurück in diese Welt und man fühlt sich irgendwann wieder heimisch und man freut sich, bestimmte bekannte Charaktere wiederzusehen, aber man freut sich auch, neue Charaktere zu sehen. Also viele Neuzugänge funktionieren gut. Ja, jetzt kommt es zu dem anderen Fazit. Wer wird den Film mögen, wer wird ihn nicht mögen? Leute, die Herr-der-Ringe-Trilogie mochten, ja, auf jeden Fall. Und Leute, die aber vor allem die Bücher gelesen haben, die mit Tolkiens Universum vertraut sind, weil einiges reißen sie doch nur etwas gröber an. Sodass man sich als Tolkien-Neuling eben nicht drauf einlassen kann. So ganz, aber dazu komme ich gleich. Und Leute vor allem, die ihre Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Also ich war doch sehr gehypt, den Film zu sehen, habe es dann aber ein bisschen runtergedreht und dadurch wurde ich nicht allzu sehr enttäuscht, weil halt die Wirkung nicht immer so ganz dieses tolle, märchenhafte, epische Mittelerde-Feeling hat. Obwohl es hier und da wirklich, wirklich zum Tragen kommt und gut wirkt. Ja, aber es hat nicht dieses allumfassende Große wie die Herr-der-Ringe-Trilogie, was ich daran eben so mag, was mich daran so gefangen hält.
und jedes Mal wirklich total mitnimmt. Ja, das ist es. Wer wird den Film nicht mögen? Leute, die sich nicht mit dem Tolkien-Universum auskennen, schätze ich mal, die denken, ich gucke mir jetzt einfach mal so den Hobbit an, weil sie setzen sehr vieles voraus, was man schon kennt. Man denkt sich, gerade was so den, teilweise so, dass die kurze Szene nach dem Prolog angeht, bevor es dann wirklich mit dem jungen Bilbo weitergeht, da werden Leute, die die Herr-der-Ringe-Filme nicht gesehen haben, sehr allein gelassen. Die denken sich, was soll das jetzt? Und auch zwischendurch halt, wenn sie an bestimmten Orten sind, die man schon aus Herr der Ringe kennt, zeigen sie nicht allzu viel, sodass man verwirrt ist. Wo ist das jetzt und wer ist das und wie ist das? Ja, das könnte eine Schwierigkeit werden. Und ja, Leute, die, wer würde ihn auch nicht mögen, Leute, die wirklich denken, das wird jetzt der große neue Mittelerde-Film und ihre Erwartungen etwas zu hochschrauben, die könnten. Da besteht die Gefahr, dass sie enttäuscht werden. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber jetzt inzwischen im Rückblick denke ich, es ist wirklich ein sehr guter, überdurchschnittlicher Fantasy-Film. Nur eben nicht so stark wie die Herr-der-Ringe-Reihe, aber das wäre auch ziemlich schwer, da heranzureichen. Ja, das ist es im Prinzip. Ich kann ihn wirklich empfehlen, auch die High-Frame-Rate und das 3D. Das ist eine tolle Tiefe und wirklich tolle Bildschärfe. Etwas gewöhnungsbedürftig vielleicht am Anfang, aber funktioniert gut genug und man ist wirklich am Schluss sehr gehypt auf die Fortsetzung. Man kann es nicht erwarten, den neuen Film zu sehen. Also das schaffen sie wirklich gut. Die schaffen es wirklich, die Flamme neu zu entfachen, die Flamme der Leidenschaft für dieses Filmuniversum. Und die Schauspieler sind eben gut. Wie gesagt, Martin Freeman ist wirklich ein klasse Bilbo und Ian McKellen, ich meine, er ist Gandalf, er ist so gut wie immer. Und der Auftritt von Gollum, wie gesagt, ist wirklich das Highlight des Films. Und die anderen Zwerge funktionieren wirklich optisch sehr gut. Charaktertechnisch hoffe ich, dass sie in den nächsten beiden Filmen noch was machen. Und eben, wenn die nächsten beiden Filme rauskommen und man dann alle drei zusammen hat, dann denke ich, wirkt alles noch ein bisschen runder und kompletter. Auch vielleicht, wenn es irgendeinen Extended Cut rausbringen, bin ich mir ziemlich sicher, dass es noch ein paar zusätzliche Szenen gibt. Und dann hat man sechs Peter Jackson Mittelerde-Filme. Wow, einen richtigen Zyklus. Ich meine, was will man mehr? Und ich denke, wenn alle drei Filme raus sind und man dann sechs Mittelerde-Filme hat, dann ergibt das alles noch einen etwas runderen Eindruck. Aber für dieses erste Prequel ist es ein guter Film. Ich empfehle ihn auf jeden Fall weiter für die, denen ich es angekündigt habe. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Tja, das war's für dieses Mal mit meiner Review. Bis zur nächsten Lover-Review oder zum nächsten Video oder was auch immer. Ich verabschiede mich. Für heute mache ich Schluss. Bis dann!